Hallo Freunde des gepflegten Spielzeugsammelns, ich bin der Sepp von PlanetEternia.de und heute packen wir aus Masterverse New Eternia He-Man. Auch der kam wieder von Mattel und Theo, vielen Dank für die Unterstützung. Und die Figur werdet ihr höchstwahrscheinlich eher als Viking He-Man kennen, als solcher wurde er seit jeher schon bei Händlern gelistet. Aber die Figur heißt auf der Verpackung einfach nur He-Man mit dem New Eternia Logo dabei. Ich persönlich gehe einfach davon aus, dass Mattel das mit Absicht gemacht hat, um den Händlern zu suggerieren, hey, Viking He-Man, das ist eine neue Figur, das ist nicht irgendein He-Man, den ihr schon habt, bestellt den bitte schön und verkauft den an eure Kunden. Aber das ist nur eine Spekulation von mir, kann auch irgendwas ganz anderes gewesen sein, ich weiß es nicht, ich mutmaße einfach, aber für mich klingt das irgendwo logisch. Jedenfalls, New Eternia, das ist ein neuer Subbrand bei den Masterverse, ihr wisst es, bisher gab es immer Mood-Revelation-Figuren, also Figuren passend zur Netflix-Serie. Und das hier ist ein neuer Subbrand, der erste von mehreren sein wird. Wir werden noch He-Man 21 in der Masterverse-Toyline sehen, wir werden Princess of Power sehen. Vielleicht sehen wir auch noch weitere Sachen, man weiß es noch nicht genau. Und New Eternia ist im Grunde etwas, das nicht auf etwas Bestehenden 1:1 basiert, sondern das greift alte Elemente auf, auch Elemente, die früher vielleicht nie genutzt wurden, und kombiniert das mit neuen Elementen zu einem, sagen wir mal, neuen Universum. Die Figur aber, ihr seht es, sie ist in der normalen Blisterbox verpackt. Das heißt, wir haben hier oben einen Tesafilm, den kann man abzippeln, dann kann man die Schachtel aufmachen, Figur rausnehmen, dann später Figur wieder reinmachen, Schachtel zu und dann kann man das wunderschön ins Bücherregal stellen. Ich komme gleich nochmal dazu. Aber hier in der Front, ihr seht es wie immer, alles super gut zu sehen. Die Figur mit einer gewissen Dynamik platziert, finde ich gut, ist mit kleinen Haltebändern befestigt, die habe ich schon mal vorab gelöst. Ich finde die Haltebänder ehrlich gesagt 90% der Zeit unnötig. Die Teile, die hängen sowieso alle so fest im Blister drin. Da verrutscht normalerweise nichts, aber sei es drum. Buchrückensystem. Ich habe es bei allen Masterverse-Figuren immer gesagt, ich liebe dieses System, dass man das dann ins Regal wieder zurückschieben kann. Und dann hat man diese Front dabei. Und wie genial sieht das Artwork aus. Von Eamon O'Donoghue ist es dieses Mal nicht gemacht, sondern von Nathan Barge, aka Baner. Der hat auch schon viel bei den Masters seit den Moto Classics Zeiten gemacht. Hat hier wieder Top-Arbeit abgeliefert. Ich liebe das. Der He-Man hat hier einen kleinen, ja, sagen wir mal, 2-Tage-Bart. So ein bisschen graumeliert, das finde ich super geil, auch wenn es die Figur nicht hat. Und hier oben der normale He-Man-Kopf ohne Helm ist zu sehen. Zu den Designelementen komme ich gleich nochmal. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Und auch auf der Rückseite. He-Man steht da und ja, um ihn herum tierartige Dämonen sind zu sehen. Grandios. Das Einzige, was ich schade finde, es ist die EU-Box. Und wir haben hier unschöne Hinweise bekommen. Rechtstexte, einen weißen Kasten. Gefällt mir nicht so gut. Bei der US-Version haben wir auch einen Textbalken dabei. Ah, Textbalken sage ich schon. Eigentlich so ein kleiner Absatz an Text. Da steht jetzt ein bisschen eine Hintergrundgeschichte zur Figur dabei. Im Fall von He-Man ist es nicht so super interessant. Es steht eigentlich nur da, dass er natürlich unterwegs ist, um Skeletor das Fürchten zu lehren bzw. ihn aufzuhalten. Aber EU-Version, der Text fehlt. Dafür haben wir rechtlich einen Kladderadatsch. Ist ein bisschen schade. Vor allem dieser weiße Kasten, der ist schon sehr auffällig. Aber nichtsdestotrotz, tolles Artwork. Packen wir ihn aus. Tesafilm ablösen. Ich habe, wie gesagt, schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Und dann haben wir ihn schon da. Geht alles ziemlich leicht heraus. Also ihr seht es, es sitzt fest. Da kommt nichts automatisch, aber man kriegt das Zeug gut raus und rein. Das ist Collector-Friendly. Das gefällt mir gut. Einiges an Zubehör, wobei sehr vieles das Übliche ist, was man eigentlich von der Figur, einer Basisfigur bei Masterverse erwarten kann. So, und da haben wir ihn schon, den Viking oder New Eternia He-Man. Da kommen wir sofort zu den ersten Designelementen. Da ist natürlich der Helm, es sind Schulterpolster da und auch ansonsten hat sich vieles geändert. Ich nehme mal den Masterverse He-Man dazu. Der Grundkörper ist ja ziemlich gleich geblieben. Da haben sie nicht viel verändert. Natürlich recycelt, wo es geht, aber die Stiefel sind neu, sind hier ein bisschen massiger, auch natürlich anders bemalt. Der Lendenschurz ist neu gemacht, auch der Gürtel ist anders. Der Brustharnisch sowieso und Kopf natürlich auch. Die Hände sind die alten, aber hier der alte Armreif, aber hier ist ein neuer Armreif dran. Auch der ist lose, den kann man abnehmen, wenn man möchte. Ist hier auf der Innenseite sogar fest.
beziehungsweise nicht durchlöchert, sondern ein Element mit Fellbesatz und sowas. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag das total, dieses Design. Mit gewissen Abstrichen, da komme ich gleich zu. Aber erst einmal ein Punkt. Wir haben hier schon ein Zubehör in Form eines Stiefeldolches. Und das ist so ein Element, das war ursprünglich für die Masters-Figuren auch geplant gewesen, als sie noch Lords of Power waren. Haben wir auch bei den Moto Origins schon gesehen, bei so Exclusives. Hier ist er auch umgesetzt. Ich stehe total auf diesen Stiefeldolch. In den 80er Jahren wurde es für die schlussendlichen Figuren gestrichen, weil es damals ja zu viel Gefitzel gewesen wäre. Aber sieht hier toll aus. Den kann man in 1 zu 1 in den Schaft hineinstecken. Sieht wirklich genial aus. Mir gefällt das richtig gut. Und ja, der Dolch, der kann natürlich auch in die Hand genommen werden. Hat einen recht dicken Griff, ein bisschen zu klobig fast, aber dafür hat er ungefähr dieselbe Dicke wie von den anderen Waffen. Und dann kann er den halten und kann damit ein bisschen rummeucheln, wenn er seine übrigen Waffen nicht hat. Finde ich schon mal genial und ist ein tolles Designelement. So, jetzt habe ich unten angefangen. Kommen wir zum Lendenschurz. Hat hier natürlich keinen Fellbesatz bekommen, ihr habt es vorhin gesehen, sondern eher so eine, ja, tierhautledrige Struktur, gefällt mir aber auch gut, genauso wie die Verzierungen am Gürtel. Und der Brustharnisch erinnert mich ein bisschen an den 2000 X-Hemen, weil der nicht durchgehend grau gemacht ist, sondern die Riemen sind braun. Und ihr seht es hier, eigentlich das eiserne Kreuz, aber nochmal ein bisschen modifiziert, um etwas anderes darzustellen. Ich finde es immer spannend, dass Mattel versucht, ein neues Hemen-Logo zu etablieren. Das hier gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Finde ich ganz nice. Kann ich jetzt nichts gegen sagen. Ist ein bisschen stilisierter, sieht aber schön aus. Die Schulterpolster sind hier dann noch dabei. Zu denen komme ich auch gleich noch mit einem anderen Punkt. Die haben hier auch ein bisschen Fellbesatz bekommen, sind hier an die Riemen dran gemacht, so dass man hier im Grunde den grauen Bereich oben fast nahtlos mit den Schulterpolstern sieht. Und dann kommt erst hier hinten der braune Bereich. Finde ich auch schön. Hier auch wieder He-Mans Logo dran, gut verziert. Die erinnern mich ein bisschen an den Kinofilm He-Man, der hat ja auch Schulterpolster, aber tatsächlich sind das hier neue Designelemente, so auch wie die Verzierungen am Gürtel neu sind. Also das ist schon das Prinzip, was ihr bemerkt. Altes Element, das früher nicht umgesetzt wurde, ein bisschen so die Stiefel, die kennt man ja, und dann hier wieder neue Elemente, alles so ein bisschen modifiziert zu was Neuem. Und dieser Helm hier, der stammt eben von einem He-Man-Prototyp aus der Zeit, wo sie tatsächlich die Figur noch mit einem Helm geplant hatten. Das ist erst relativ spät im Schaffungsprozess gewesen, dass sie dann He-Man ohne Helm letzten Endes produziert haben. Das hier ist quasi noch ein Überbleibsel aus der Zeit, wo die frühesten He-Man-Designs noch stark an Conan angelehnt waren. Deswegen der gehörnte Helm stammt von einem Prototyp von Tony Guerrero. Sah ziemlich geil aus, fand ich. Und hier, das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Das Gesicht von He-Man wiederum ist natürlich auch neu gemacht. Hier hinten übrigens ragen Haare hervor. Ist auch ganz gut gemacht. Ich finde, dass der Helm hier bei meiner Figur fast ein bisschen zu hoch sitzt. Der müsste ein bisschen tiefer in die Stirn kommen. Aber mir gefällt dieser Kopf eigentlich ganz gut. Auch wenn He-Man mit geschlossenem Mund und so ein bisschen freundlich fast schaut. Ist aber für mich ein manierlicher Kopf. Gute Alternative mal. So. Rückseite, und da kommen wir auch sofort zur zweiten Waffe. Wir haben He-Mans Zauberschwert wieder dabei, aber es ist ein neues Schwert. Ach, geh schon ab. Es ist eine andere Form als das Revelation-Schwert. Ihr seht es hier, ein dickerer Griff und auch die Form ist hier etwas anders gemacht. Ja, eigentlich von der Größe her ungefähr gleich geblieben, aber trotzdem die Proportionen nochmal neu. Mir gefällt dieses Design auch wieder gut. Ich fand das hier eigentlich auch nicht verkehrt, aber das hier, das ist noch ein bisschen kantiger. Das hat schon was. Und das kann man hier hinten in die Schlaufe hineinmachen, so dass jemand das Schwert einfach hier hinten tragen kann. Er kann es natürlich auch in die Hand nehmen, aber ich finde es cool. Ich finde es immer gut, wenn die Figuren am Rücken von ihren Rüstungen noch irgendwas haben, um ihre Waffen dort zu tragen, weil ganz ehrlich, nonstop irgendwas in der Hand halten, machen sie auch meistens nicht. Gute Sache. Kommen wir noch ein bisschen zu weiterem Zubehör. Ihr seht es hier, He-Man hat eine Faust und hat hier eine Greifhand. Er hat aber auch für diese Seite eine Greifhand. Und für die andere Seite hat er die offene Hand. Alles keine neuen Formen bei den Händen. Sehen wir schon standardmäßig bei den Figuren. Dieser He-Man hatte genau die gleichen Formen. Ja, und in die Griffhand kann er dann seine zweite Waffe reinmachen, seine Doppelaxt.
Und bei dieser Doppelachs bin ich etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite ist die super genial modelliert, finde ich. Und ich habe schon lange darauf gewartet, dass Mattel mal wieder das klassische Achsdesign nimmt, wo die Schneiden verziert sind, wo der Griff auch strukturiert ist. Sie hatte auch genau diese Lederumwandlung wie der Griff vom Zauberschwert. Das Blöde dabei ist, an dieser Axt fehlt mir Farbe. Der Griff ist eben nicht bemalt wie beim Zauberschwert und das wird eben durch diesen Vergleich sehr auffällig. Und auch die Schneiden, ich hätte generell einfach noch ein bisschen Glanzlackierung da gehabt für die Schneiden und eben, dass einfach ein bisschen mehr dabei ist. Und das ist für mich auch so einer der großen Kritikpunkte nach wie vor in dieser Toyline, die Bemalung. Mir sind zu wenig Bemalungsdetails da. Gerade die Schulterpolster, auch wenn die so eine gewisse Glanzstruktur haben, sie würden echt viel hochwertiger aussehen, wenn Mattel auch noch ein bisschen Goldlackierung drauf gemacht hätte. Und sei es nur bei den Details von den Verzierungen. Warum nicht? Genauso beim Gürtel. Ein bisschen zu viel gespart immer noch, meiner Meinung nach. Für die Figuren zahlen wir halt doch mittlerweile teilweise fast schon an die 30 Euro. Da muss ein bisschen mehr gehen, meiner Meinung nach. Auch damit die Leute eben nicht immer auf die Rabatte warten. Das ist für mich so der große Kritikpunkt an der Bemalung. Und da komme ich auch direkt zum letzten Zubehör. Da haben wir nämlich hier einen Kopf ohne Helm. Und der Kopf, der ist zwar bemalt, ach, gehe schon dran. Aber das Gesicht sieht etwas eigenartig aus. Ich hatte immer so mein Problem mit den Augen hier dabei, obwohl ich die Modellierung gut finde. Ich finde, es liegt wirklich an der Bemalung, dass He-Man aussieht, als wäre er geschminkt. Vielleicht ist auch das Weiß in den Augen einfach zu weiß und müsste ein bisschen trüber sein, aber er sieht irgendwie gestylt aus, als hätte er Make-up gerade dran. Und das finde ich, ist einfach nicht so gut geworden. Es sieht bei diesem Kopf eigentlich fast genauso aus, aber irgendwie die Bemalung ist hier minimal anders oder ich lasse mich täuschen und finde es einfach durch den Helm besser. Aber dieser Kopf ist nicht grundverkehrt, nur eben farblich. Geht für mich nicht ganz auf. So, dann haben wir noch ein letztes. Ich habe es vorhin schon mal mit den Schulterpolstern angesprochen. Die sind nicht gegossen mit dem Brustharnisch. Das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, denn da kann man ein bisschen den He-Man kombinieren. Es ist nicht der klassische 80er He-Man, wie wir ihn haben, aber wen die Schulterpolster stören, der kann hier hinten die Riemen lösen und macht sie dann einfach weg. Super easy und ich finde das Riemensystem auf der Rückseite auch wirklich genial gelöst. Die liegen echt spack in der Rüstung an und baumeln nicht irgendwo weg. Ist toll gemacht. Mache ich jetzt mal wieder hier dran. Es ist immer ein bisschen gefummelt bei diesem Zeug, aber nein, wir sind halt keine kleinen Kinder mehr mit kleinen Fingern. Und mit meinen Wursthänden bin ich hier immer ein bisschen beschäftigt. Aber jetzt haben wir gleich den Gurt wieder drin. Ich mache ihn jetzt nicht ganz rein, sondern nur zu Demonstrationszwecken für euch, soweit es geht. So. Und so könnte man theoretisch sich den He-Man hinstellen ohne die Schulterpolster, wenn man die nicht möchte. Dann sieht er zumindest klassischer aus, natürlich in einer neuen Interpretation, wie ich gesagt habe, aber gefällt mir schon ganz gut. Man kann auch natürlich weitergehen, man kann hier das Armband wegmachen, dann hat er hier halt gar keinen Armreif dran oder man nimmt sich einen von den Revelation-Figuren oder kombiniert generell Teile der Revelation-Figuren hier miteinander, eben dass man den Brustharnisch nimmt und das Armband oder man nimmt ein Armband von der anderen Seite, hier bei meinem He-Man ist es nämlich lose. Könnte man dann auch noch dran machen. Die Farbe stimmt nicht ganz, aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Grundlegend könnte man hier ein bisschen was kombinieren. Ich finde das gut, weil ich denke, dass gerade wenn es die ein bisschen auf das Klassischere abgehen, die Schulterpolster vielleicht nicht so ideal finden. Ich hätte es im Übrigen noch super geil gefunden. Ich habe ja schon mal den Kinofilm erwähnt, wenn He-Man hier auch noch ein rotes Cape hätte, das man hier irgendwo hinten mit befestigt und dann wieder abnehmen kann. Das wäre für mich so eine Königsklasse bei diesem Design gewesen. Aber nichtsdestotrotz, mir gefällt das Viking-Design durchaus. Ich finde die Figur nicht perfekt. Wie gesagt, gerade an der Bemalung. Auf der einen Seite ist zu viel gespart, auf der anderen Seite beim Gesicht geht es nicht ganz auf. Da müssten Sie nochmal nachlegen. Aber dafür, dass ich von den Revelation-Figuren am Ende irgendwo großteils eher so, ja, ist okay, aber auch irgendwo nicht so ganz meins, ein bisschen ernüchtert fast war, hier bin ich wirklich neugierig, was sie uns bei New Eternia noch liefern. Und das wäre auch meine Frage an euch. Seid ihr auch neugierig auf New Eternia oder sagt ihr, ey, ich möchte einfach nur Vintage-Design?
Aber wenn ihr neugierig seid, auf welche Charaktere würdet ihr euch denn freuen? Wir wissen ja, es kommen auch noch Zodak und Jitsu, andere dabei. Teilt es gerne in den Kommentaren mit. Bin schon gespannt drauf. Und in diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.